Fritznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu MEF Kompakt mit den Veranstaltungshinweisen und Ausflugstipps für die kommende Woche hier in unserem Sendegebiet. Schön, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben und mit dabei sind. Ein großes Fest wirft seine Schatten voraus. Alle 5 Jahre verwandelt sich Powershau in einen Ort liebevoll geschmückter Häuser. Nicht nur das wunderschön illuminierte Powershau, sondern auch verschiedene kulturelle Höhepunkte sowie ein großer Festumzug werden wieder die Festwoche begleiten. Ab dem 13. September ist es soweit, also nicht mehr wirklich viel Zeit. Da stellt sich natürlich die Frage, wie weit sind Sie denn, die Vorbereitungen? Ja, die Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden. Am 13.09. wird die Eröffnungsveranstaltung hier in der Silberscheune stattfinden. Nach über 2,5 Jahren Vorbereitungszeit mit den Powershauer Vereinen gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Und wir freuen uns und hoffen, dass wir den Powershauern und natürlich auch den Gästen ein wunderschönes Programm bieten können. Programm, da sind wir schon beim Stichwort. Die neuen Programmhefte sind natürlich hier erhältlich. Ja, das ist richtig. Die Programmhefte sind hier erhältlich im Gästebüro, natürlich auch in der Touristinformation in Marienberg und in unseren Einrichtungen. Und dazu natürlich auch bereits im Vorverkauf einige weitere Sachen. Ja, wir haben bereits seit Anfang Mai den Vorverkauf für die Veranstaltungen im Festzelt laufen. Besondere Highlights, vielleicht ganz kurz, Glasbärenspiel kommt zu uns nach Powershau am Freitag, den 20. September. Und eine Woche vorher, am Sonnabend, kommt Samuel Rösch ins Festzelt. Wie ist es denn mit den Parkmöglichkeiten in und um Powershau bestimmt? Ja, wir haben insbesondere am 15.09., wo also der große Festumzug stattfindet, das Highlight für uns in der gesamten Festwoche, verschiedene Parkplätze im Angebot. Einmal aus Richtung Marienberg kommend, einmal aus Richtung Kühnheide kommend und auch innerorts. Und wir weisen dort rund 2500 Parkplätze aus, sodass wir also für alle Gäste, die gern kommen wollen, genügend Flächen zur Verfügung haben. Haben aber auch, und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, mit der Erzgebirgsbahn die Möglichkeit bekommen, dass auch die Anreise mit dem Zug möglich ist. Stündlich verkehrt von Pockau nach Marienberg die Erzgebirgsbahn und kann natürlich durch die Zubringer von Olbernhau und Chemnitz auch weitgereiste Gäste zu uns ins Festgebiet an beiden Wochenenden bringen. Nochmal für die Nicht-Powershauer, das Bergfest ist so besonders, weil es eben nicht jedes Jahr stattfindet. Ja, das Bergfest findet alle 5 Jahre statt, 1959 erstmals als Heimatfest und natürlich mit einer ganzen Festwoche, also 10 Tage Festbetrieb hier im Ort, ein ganz besonderes Highlight, ein ganz besonderes Angebot, tagsüber mit vielen Veranstaltungen. Ich habe schon kurz angesprochen, das Festzelt. Aber natürlich finden in Powershau rundherum täglich noch ganz viele Veranstaltungen statt. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch ganz neu die Lichtenlieder-Tour mit in das Programm einbinden konnten. Eine Lichtenlieder-Tour mit 7 Musikstationen im abendlichen Powershau. Und wer es kennt, weiß, dass natürlich dann der Ort in bunter Illumination ganz einzigartig erstrahlt. Genau, das ist eigentlich das Besondere. In Powershau arbeiten dann alle, die hier wohnen, zusammen. Jeder hat irgendwas, jeder lässt sich irgendwas einfallen. Die Nachbarschaftsaktionen sind ja schon legendär.
Ja, genau, richtig. Also man sieht es auch, wenn man jetzt schon durch den Ort geht. Überall wird gewerkelt, geputzt und natürlich sich vorbereitet. Zum einen die Häuser werden geschmückt, die Lichterketten werden aufgemacht. Und mit jedem Bergfest gibt es wieder neue Überraschungen, wird wieder neu sich was einfallen gelassen durch die Bürger von Wobberschau. Und das ist natürlich einzigartig und auch ein Zeichen für Wobberschauer, was auch ich als Wobberschauer gern sagen möchte, eine Einladung kommt zu uns nach Wobberschau zum Bergfest. Und wer sich schon ein bisschen auf das Bergfest einstimmen möchte, für den haben wir die schönsten Szenen der letzten Bergfeste auf DVD. Zur 25. Premiere des größten Chopower-Festes erwartet die Besucher aus nah und fern auf zwei Bühnen eine Vielzahl an musikalischen Gästen. Vom 23. bis zum 25. August sind sie ein gern gesehener Besucher zum Schloss- und Schützenfest in der MZ-Stadt Chopau. Wie bereits im letzten Jahr erstreckt sich das Festgelände vom Altmarkt über den Parkplatz vom Schloss Wildeck bis zum Schlosshof. Im Schlosshof finden sich neben dem Kinderbereich mit abwechslungsreichem Kinderprogramm auch ein kleines Dorf der Städtepartnerschaften. Die Schützen, die stehen an ihrem angestammten Platz auf dem Schlossparkplatz, während sich dann auf dem Altmarkt wieder die Vereine präsentieren. Als Auftaktveranstaltung findet bereits im Vorfeld, also am 22. August, das Schießen um den Pokal des Oberbürgermeisters statt. Weitere Schützenaktionen im Rahmen des Festes sind dann das historische Vogelschießen am Samstag und das Ausschießen des Schützenmeisters am Sonntag. Am Freitagabend, den 23. August, wird das Fest feierlich eröffnet. Die CC Top Revival Band und die Gruppe Karl-Marx-Stadt aus der benachbarten Chemnitz sorgen für mega Laune und ganz sicher steht da auch kein Tanzbein still. Das Highlight des diesjährigen Schloss- und Schützenfestes stellt der Auftritt von Lazy, aka Mr. Präsident, also Coco Jumbo müsste Ihnen da noch ein Begriff sein, am Samstag da. Abgerundet wird dieser Auftritt von einem abschließenden Feuerwerk auf dem Chopenberg und das ist dann natürlich über der ganzen Stadt zu sehen. Am Sonntag dürfen Sie sich jetzt schon auf einen Festumzug ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums freuen. Start ist hier um 14 Uhr auf der Bahnhofstraße. Das schlängelt sich dann durch die Innenstadt und löst sich schließlich am Park an den Anlagen auf. Abgeschlossen wird der musikalische Tag unter anderem mit einem Auftritt der Band B1000, also Ostrock vom Feinsten. Das komplette Programm und alle Infos, wann, wo, wie, finden Sie auf dem offiziellen Flyer und natürlich online, unter anderem auf der Homepage der Stadt Chopau. Am Sonntag, den 25. August ab 10 Uhr werden auf dem Gelände des originalgetreu wieder errichteten Pferdegöpels auf dem Rudolfschacht im Marienberger Ortsteil Lauter bereits zum 11. Mal im Rahmen einer Mineralienbörse Bergbauzubehör, Mineralien, Fossilien, Bergbauliteratur und Schmuck angeboten. Bei einer Führung haben Sie die Möglichkeit, den Aufbau und die Funktionsweise der historischen Förderanlage kennenzulernen. Ja, und in der Dauerausstellung Bergbau im Marienberger Revier sind Zeitzeugnisse der Bergbaugeschichte zu erleben und regionale Minerale zu bestaunen. Ganztägig wird den jüngsten Gästen das Mineraliensuchen angeboten. Und auch der mechanische Märchenberg in der Bergschmiede ist ein besonderer Anziehungspunkt, den man mal gesehen haben muss. Nähere Infos zum Veranstaltungstag und die Führungszeiten finden Sie auch nochmal online auf www.marienberg.de. Ja, Vorbereitungen für große Feste bedürfen stets einer längeren Planungsphase bzw. gut durchdachter Strategien. In Gelenau hat man da eine ganz besondere Art und Weise gefunden, um die Accessoires, wenn man es so nennen darf, heranzuziehen. Frank Langer hat sich mit dem Bürgermeister der Gemeinde unterhalten, wie die Idee zum bevorstehenden Blumenfest geboren wurde. Ja, wir feiern immer drei tolle Tage im August, gute Tradition. Und seit einigen Jahren tun wir hier am Amtsblatt immer im Frühjahr eine Blumenmischung mit dabei. Und in diesem Jahr war es eine allgemeine Blumenmischung. Und da haben wir gesagt, machen wir dieses Jahr halt ein Blumenfest. Wir hatten schon Kürbisfest, Sonnenblumenfest, dieses Jahr Blumenmischung. Und das ist eine tolle Geschichte. Wir haben hier tolles Handwerk in Gelenau. Wir haben Floristen, wir haben Gärtnereien. Und die werden natürlich, ihr könnt auch zeigen, wir haben letztendlich wieder einen kleinen Handwerkermarkt. Wir haben für Familie alles im Angebot. Also man kann hier richtig drei tolle Tage erleben. Von Freitag bis Sonntagabend ist Live-Musik geboten. Von der Whisky-Verkostung, Vereinsabend. Also für jeden was dabei. Gibt es einen persönlichen Höhepunkt für Sie? Immer wieder das zweite Mal Premiere. Man kennt das Donau in Flammen, Rhein in Flammen. Aber Hofweil in Flammen.
Also das heißt jetzt nicht, dass da brennt oder so, sondern es wird ein Feuerwerk mit Musik geben. Und das in diesem historischen Rittergut in Gelenau ist was ganz Besonderes. Am Samstagabend 22 Uhr Lichtspiele am Hofwall. Wird es eine besondere Blumendeko auch im Ort noch geben? Ja, wir haben im ganzen Ort schon mit Bepflanzung hier entsprechend auf das Fest hingewiesen. Und wir haben dann auch im und um dieses Rittergut viele Blumen zu sehen. Es kann natürlich auch gekauft werden. Man kann sich schon informieren fürs nächste Jahr. Wie gesagt, und die Kinder, denen wird reichlich hier Spiel geboten. Wir haben Live-Musik im Angebot, die Chamäleons. Wir haben den Schubert Frank aus Thum. Wir haben aber auch richtige Originale, wie zum Beispiel den Hans-Jörg Decker, der zum Frühschoppen aufspielen wird. Also wie gesagt, kommt nach Gelenau, da ist nicht nur der Himmel blau, sondern jedes Jahr was geboten und hier speziell am 23. und 25. August. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Grüntaler Sommer im Seigerhüttengelände wird ein bunter Naturmarkt durchgeführt. Am 24. August ab 10 Uhr werden Ihnen unter anderem Holzofenbrote, Strickwaren, Keramik, Pflanzen, Blumen, Obst, Gemüse, Kartoffel, Kräuterpflanzen, Sitzgruppen aus Holz, Korbwaren, Tee, Gewürze, Fleisch und Wurst vom Pferd, Milch und Milchprodukte, Leinöl, Glitscher und Ziegenbratwurst angeboten. Das ist aber nur eine kleine Auswahl von dem, was Sie dort erwartet. Zudem erhalten Sie nämlich auch vielseitige Informationen zum Thema Natur und Umwelt sowie Verbraucherinformationen an den verschiedenen Ständen. Ab 14 Uhr spielen auf dem Seigerhüttengelände an der Langen Hütte 5 Amateurblasorchester aus Sachsen um den Preis die Krone der sächsischen Blasmusik. Also vorbeischauen lohnt sich hier in jedem Fall. Zum 16. Vereinsfest des Kulturvereins Dürntal und Haselbach e.V. lädt man am 30. August um 18.30 Uhr an das Heimatmuseum Dürntal ein. Sie erwartet wieder kulinarische Gaumenfreuden, zubereitet durch die Mitglieder des Vereins. Ja, und als kulturelles Schmankerl wird die Schreibgruppe Federkiel aus Chemnitz einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen geben. Alle Infos hierzu finden Sie auf www.olbornhau.de. Und am 24. August lädt auch die Freiwillige Feuerwehr Marienberg zum Tag der offenen Tür an und im Gerätehaus ein. Von 10 bis 18 Uhr finden verschiedene Vorführungen, eine Technikschau unter anderem auch mit den Einheiten des Rettungsdienstes sowie eine Ausstellung im Gerätehaus statt. Die Kinder, die kommen hier natürlich nicht zu kurz. Auf die kleinsten Besucher wartet eine Hüpfburg, Kinderschminken und verschiedene Spiele im Rahmen eines kleinen Kinderfestes. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Schauen Sie also mal vorbei und machen Sie sich ein Bild von der Arbeit der Feuerwehr und Rettungsdienste. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von MEF Kompakt angelangt. Wenn Sie mehr von uns sehen möchten, dann schauen Sie doch mal in unsere Sendung MEF Wochenrückblick rein. Hier haben wir die Geschichten und Berichte der vergangenen Woche für Sie im Programm. Und tagesaktuell halten wir Sie auf dem Laufenden in Megional mit den Nachrichten hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Das Ganze zu den gewohnten Sendezeiten im TV und selbstverständlich online auf www.mef-line.de. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und egal, was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen stets viel Spaß dabei. Erznet. TV, Internet und Telefonie aus dem Herzen des Erzgebirges. Einfach, schnell, professionell und persönlich vor Ort. Ihr Kabelanschluss kann mehr mit uns ins Netz der Welt. Und das mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Wir bieten einfache Tarifwechsel, problemlose Anbieterwechsel mit attraktiven Umstiegskonditionen und Installationsservice sowie Einrichtungsunterstützung und das alles aus einer Hand. Mit unseren regionalen Ansprechpartnern sind Sie immer bestens beraten. Kommen Sie einfach mal vorbei und überzeugen sich selbst.